Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. So, wir gehen jetzt wieder auf Rattensuche. Fürchte ich. Ich muss mich jetzt stark konzentrieren und überlegen, wo war denn das jetzt überall? Das mit dem Wagen, Heber, war hier oben irgendwo. Und die Bombe war ganz oben. Na, du Raunz, du Schirche. Jawohl, getroffen auch noch. Hua! Jawohl! Jawohl! Das lief super. Bitte einmal Applaus für mich. Danke, 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 danke. Sehr nett von euch. Dankeschön. So. Ich bilde mir ein, das war jetzt ein bisschen höher. Da oben, meine ich. Da ist aber noch irgendwo eine Ratte. Hier ist sie ja. Wow. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Au. Okay, das war jetzt nicht so schön. Au. Jawohl. Nicht schön, aber trotzdem hat es hingehauen. Erstaunlicherweise. So, Wagenheber. Genau, den brauche ich hier. Genau. Genau. Ist hier drin auch ein Viech? Ich höre dabei nichts. Ich schau mal im Bad. Hallo? Okay, ich glaube, da ist echt nichts. Eine Kiste hätten wir da. Schönes Klopapier. Ein schönes Waschbecken. Ein Fetzen. Oh, da war eine Kartoffel drin. Nom nom. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Scharnier, Biokraftstoff und nochmal einen Hinweis. Kann ich mich hier raufstellen? Sehr gut, für den Fall, ne? Ihr wisst schon, dass Rattenviecher kommen. Dann schauen wir mal nach. Was haben wir denn Schönes? Das müsste das hier sein, ne? Ja, genau. Travel Log. Der 26.09. Hanne kam mitten in der Nacht, hoppala, mitten in der Nacht zu mir. Sie war einige Zeit hier. Sie wusste genau, was sie sagen musste, um mich auf ihre Seite zu bringen, genau wie die Frau eines Matrosen. Es gefiel mir nicht, als ich darüber nachdachte. Die Frauen wissen, dass Olof die Kontrolle über die Männer und das Schiff verliert. Schnell. Der 30.10. Dieser Mistkerl Olof konnte nicht mal eine verdammte... Tetanus, was? Tetanusimpfung anbieten, entbehren, was auch immer, verdammt nochmal. Ja, wo soll der denn eine Tetanusimpfung herkriegen? Er ist ja kein Arzt. Oder hat er alles mitgenommen? Das könnte sein, dass er damals alles mitgenommen hat, was irgendwie noch möglich war, dass er vorher, na, das ist ja Blödsinn. Wo soll der eine Tetanusimpfung her haben? Kaspar, du und deine Scheißmesser. Wenn ich das überstehe, werde ich dich in Haifischfutter verwandeln. Das schwöre ich bei Gott. Mancher Text gibt nicht wirklich Sinn. Ob das vielleicht ein Übersetzungsfehler wäre? Naja, was soll's. Der 12.10. Ich kann das Essen nicht unten halten. Das Wasser tut weh, wenn ich reingehe. Kaspar hat Geschäfte gemacht, sogar in der Brick Lock Show. Schlug mich, als ich die Männer unterdrückte, bevor sie beschlossen, Olof über Bord zu werfen. Kein Weg für einen Mann, um zu sterben. 15.10. Das Fieber steigt stetig an. Es fühlt sich an, als würde ich brennen. Das Schiff driftet, das weiß ich genau. Niemand auf ihm, wer es steuern kann. Wenn ich die Augen schließe, träume ich, dass ich wieder in Stockholm bin mit Peer. Wir schwimmen wie Fische durch die Straßen und flitzen durch die zerbrochenen Schaufensterfronten hinein und hinaus. Es wird kalt, dunkel, das Fieber sinkt. Wo ist Hanne? Das ist ja schön, wenn das Fieber sinkt, oder? Ach so, es könnte auch sein, dass sie schon dass sie verstirbt. Gerade, das könnte auch sein.
Okay, wenn man im Fieberwahn ist, kann man halt nicht mehr so richtig schön schreiben eigentlich, ne? So, das zu dem. Jetzt brauchen wir das Bäumchen. Es wird schon wieder finster, ne? Scheißlich, scheißlich, scheißlich ungut. Konnte ich von hier aus, da musste ich schon raufhüpfen, ne? Oder? Von hier aus ging es nochmal rauf irgendwie. Ja, hier, ne? Genau. Wow. Hier, genau. Und hier nochmal, glaube ich. Und da oben war das mit der Bombe, ne? Ja, genau. Wow. Alles gut. Alles gut. Jetzt bin ich runtergefallen. Wow. Hast du mich jetzt erschreckt, du Mistviech? Es ist schnell, muss man ihm lassen. Ich stehe mal auf den Tisch oben, vielleicht ist es besser. Hallo. So, jetzt bin ich vorbereitet, glaube ich. Hä? Mistviech? Hallo? Hallo? Leben habe ich genug. Hä? Blödes Vieh. Hä? Wo ist es denn hin? Das ist nicht gut. Ich muss es umbringen. Naja. Weg ist weg. Wird mich schon irgendwann überraschen. Dann reißt es mich wieder. So, Essen. Deluxe Wells. Boah, da gibt es echt coole Dinge. Bauplan. Lenkrad aufnehmen. Okay. Ein Lenkrad. Was haben wir noch? Motor aufnehmen. Nee, können wir das jetzt für unser Floß verwenden? Dann? Das wäre ja mega cool. Hinweis aufnehmen. Schrott? Aha, meine Ding ist aus. Hinweis. Warte mal. Neue Lampe. Ja, wie nice. Müssen wir dann gleich zum Dings bringen. Oh, wie cool. Inventar, Fischeintopf, ein fertiger sogar. Ein strammer, geschmacksintensiver Eintopf. Na toll. Das ist wahrscheinlich gleich zum Kotzen. Was haben wir noch? Noch mehr Hinweise. Okay. Ich bin jetzt eher ein bisschen auf Anhöhe. Was haben wir da? Balboa. Oh. Balboa 7219. Dann geht's weiter. Okay. Hinweis aufnehmen. Was haben wir denn hier noch für einen Hinweis? Das da. Ruben, ich war verbittert, als ich dich verließ und verzweifelt. Ich dachte, die Welt würde untergehen und du hast es nie gesagt. Aber das hast du auch gedacht. Vielleicht hast du dich sogar darauf gefreut. Vielleicht bist du deshalb so stark geblieben. Aber das hast du mir nie gesagt. Du hast mir nie dein Geheimnis verraten und ich würde schon sehen, wie du weiter in dir selbst verschwindest, wenn die Welt untergeht. Ich sah, wie die Welt mit dir unterging. Ruben, und was war zu viel für mich? Und das war zu viel für mich. So. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Das weiß ich jetzt. Wilkström hatte keine Ahnung. Und auch keiner dieser armen Narren hatten es. Nachdem das, ich verlese mich immer, nachdem der Käpt'n gegangen war, drifteten sie einfach ziellos umher. Ich habe ein vorbeifahrendes Schiff aufgegriffen und ihre Lebensmittel gestohlen. Es dauerte 2 Wochen, bis es ausging und sie aufeinander losging. Wir sitzen an einem Berggipfel fest, inmitten des großen, endlosen Blaus. Nur wenige von uns. Wir haben Hunger und Angst, aber wir können hier nicht bleiben. Wir gehen weiter, gehen so weit nach Süden, wie wir nur können. Matty sagt, dass es da unten trockene Orte gibt. Such mich, wenn du kannst. Du wirst es nicht glauben, aber ich liebe dich. Hanne. Okay. Ja, ich muss ja ein bisschen verzweifelt wirken. Da ist noch eine Kiste. Das war eine tolle Kiste. So ist das Rattenmistviech. Ich esse da mal was.
weiß nicht, ob das so gut war. Wenn ich brechen muss später, wisst ihr warum. So, dann essen wir noch die Kartoffeln. Sieht immer aus wie so ein Stück Brot. Nom, nom, nom. Ah, Brot wäre auch was Tolles. Gibt es wahrscheinlich eh, glaube ich. So, ich habe nichts mehr zum Saufen. Es ist ein bisschen schlecht. Deshalb sollte ich mich wahrscheinlich ein bisschen beeilen. Guten Tag. Drüben vielleicht noch. Guten Tag. Hier gibt es eh nichts, ne? Da waren wir, glaube ich, eh schon. War da jetzt nirgendwo ein Schlüssel? Kann hier überhaupt nicht sein, oder? Da wäre noch ein Schrottteil gewesen. Ich muss mich da mal genauer umschauen. Ist da überhaupt nichts mehr, nichts mehr? Hier hängt noch was. Ohne Bedeutung. Okay. Das waren jetzt nur Hinweise. Mir fehlt ein blauer Schlüssel. Bombe, Wagenheber. Ich habe beides benutzt. Habe ich irgendwo was übersehen? Höchstwahrscheinlich, ne? Das ist aber nicht gut. So, gehen wir Fleisch farmen, ne? Da unten ist irgendwo eine Ratte. Müsste, sollte. Da ist sie schon. Hopp, hopp. Sehr gut. Dankeschön. So, das mit dem Wagenheber war jetzt hier. Ich muss nochmal... Oh. Fleisch. Hopp. Hoppala. Das war nicht gut genug. Hopp. Danke. Komm her. Wenn man es kocht, ne, geht das auch mit den Bakterien. Ist hier noch ein Viech? Da muss es doch noch irgendwo den blauen Schlüssel geben. Oder habe ich ihn jetzt unbewusst bekommen? Das glaube ich fast weniger. Hier habe ich doch auch schon alles. Okay. Habe ich ihn vielleicht unbewusst bekommen? Schauen wir nochmal nach. Nee. Ein Aufnahmegerät, Bolzenschneider. Ach, ich bin so blöd. Was habe ich denn vergessen? Unten den Tresor aufsperren. Was wird da drin sein? Höchstwahrscheinlich der blaue Schlüssel, ne? Ah, zocki, zocki. Nein, nein, Mädchen, was machen wir nur mit dir? Nichts kann man mehr machen. Hoffnungslos, hoffnungslos. Habe ich das total vergessen jetzt wieder. Ah, so. Zack, zack. Da ist ja dann auch irgendwo nochmal ein Rattenviech. Dab, dab, dab. Umschauen, nicht, dass es uns überrascht, das Mistviech. Das sollte ja hier drinnen sein, ne? Hallo? Ich brauche eh Fleisch. Wo bist du? Nicht da? Okay. Zack. Und? Blauer Schlüssel. Hinweis. Nichts mehr sonst. Okay. Jesus. Hucha. Ja, na, na. Ich will da drüber. Au. Au. Okay, das haut nicht hin. Ups. Haha. Trottel. So. Hinweis. Ui.
Das da, oder? Ist das eingeschaltet? Basta, das ist besser eingeschaltet. Ich habe das schon dreimal versucht. Captain, es tut mir wieder leid, aber seien wir ehrlich. Ihr Fieber sieht nicht so gut aus, als würde es sinken. Du hattest recht. Wir gingen blind raus. Mit nichts als einer halbherzigen Speisekammer und einem Arzt. Achso, der ist ein Arzt gewesen, der Olof. Ah, okay, passt. Ich glaube nicht, dass es für uns eine Möglichkeit gibt, das zu überstehen. Dann ist kein Wunder, dass er glaubt, dass er eine Tetanusimpfung hat. Olof, so glaube ich, heißt es auch. Er hat sein Gewicht bewegt, an deiner Waffe aus dem Safe herumgefummelt. Ich frage mich, ob er weiß, dass wir die Kugeln herausgenommen haben. Ich beobachte, wie alle aus den Fugen geraten, gezwungen mit Kappers Haferschleim auszukommen, und ich weiß jetzt, wie sehr wir dich gebraucht haben. Ich bin nicht wortgewandt, aber da bist du. Du quietschendes, kleines Nagetier. Komm her, du kleines... Ich glaube, der meint die Ratten, die wir da schon so brav beseitigt haben. Ein blauer Schlüssel. Nice, nice. Dann können wir die Tür da unten auch noch aufmachen. Nämlich die da, glaube ich, was. Ja. Hoppala. Und das? Lol. Ehrlich? Nur eine Verbindung. Mehr nicht. Okay. Ich glaube, wir sind hier fertig. Wofür das war, habe ich auch keine Ahnung. Ich glaube, wir sind hier fertig. Wir haben neue Koordinaten. Vielleicht finden wir echt noch Überlebende an. Wir haben neue Koordinaten. Wir haben noch ein bisschen Fleisch farmen können. Ich glaube, es gibt hier nichts mehr, wo wir nicht drinnen waren. Ich glaube, wir können abdampfen. Oder? Mir kommt schon vor, dass wir sonst nichts mehr brauchen, oder? Mir fällt jetzt auch keine... Wir haben zwar noch Maschinenteil? Mechanisches Teil, so wollte ich sagen. Haben wir noch was? Aber ich glaube, wichtig ist der Zettel hier. Balboa. Die neuen Koordinaten, wo wir hin müssen. Das ist ja wichtig. Alles andere haben wir schon. Leben tut hier außer Ratten eh keiner mehr. Sind wir eigentlich damit fertig, ne? Wir haben Baupläne bekommen, 2 Lenkrad und Motor. Wir haben ein neues Rezept bekommen. Ein paar Items, Biokraftstoff haben wir bekommen. Jo, ich hoffe, dass man den noch irgendwann herstellen kann. Ich werde gleich zum Forschertisch gehen und schauen, ob man da herausfinden, wie das zusammengestellt ist. Aber ich glaube nicht, ne? Das hatte ich schon probiert, oder? Habe ich noch nicht? Ich weiß es nicht. Und Heureka! Jawohl, das war ein Sprung ins Blaue. Fein! Hätten wir das geschafft. Bevor wir abdampfen, gönne ich mir jetzt mal schnell ein Schlückchen. Weil jetzt bin ich durstig geworden durch den Hüpfen. So. Kann mir auch, glaube ich, langsam wieder trauen, Flaschen auszurüsten. Einfach für die Bequemlichkeit. So, schön auffüllen. Ich habe dich schon gehört, du Mistviech. Lass mein Floß. Verstanden. Man muss den zusammenschreien, den Trottel. So, Forschertisch. So, guten Tag. Und zwar zum einen das hier mal. Erforscht. Erforscht? Was? Ach so. Lernen. Lernen. Okay. Mit dem kann ich eh nichts anfangen. Ich wollte es nur mal probieren. Mit dem wollte ich noch was machen. Das geht auch nicht. Okay. Mit Glas haben wir auch schon erforscht. Echt, wa? Ja, haben wir auch schon gemacht. Leder war ich auch schon. Ein Ei wird mir noch fehlen. Schrott wird mir auch nichts mehr bringen. Haben wir eh alles schon gemacht.
Tonschallen. Vielleicht finden wir, ich wollte nochmal testen, ob es vielleicht irgendwie Möglichkeiten gibt, noch irgendwelche Upgrades zu kriegen. Fleisch wird auch nichts bringen. Na. Okay. Gut. Das zu dem. Ein Lenkrad können wir echt herstellen. Ein Motor geht. Aha, das ist kompatibel. Ermöglicht es dir, in verschiedene Richtungen zu gehen und erhöht deine Geschwindigkeit und das Lenkrad. Ermöglicht es dir, dein Floß zu drehen. Besonders nützlich in Kombination mit einem Motor. Ich liebe es. Wir können das nämlich auch bauen. Das ist das Schöne. Wir haben die Sachen. Ich muss nur noch schnell nachschauen. Wie das mit der ging. Kupfer. Glipper haben wir noch. Und Kunststoff. Nice. Ich baue mal. Haben wir noch Zeit? Ja, haben wir noch Zeit. Wie cool. So. Ich muss dann nur mehr irgendwie da oben. Da wollte ich mir nämlich mal... Da wollte ich zumachen schon mal. Hier. Und wollte mir hier eine Fahrerkabine machen eigentlich. Also mit dem Segel, ne? Alles oben, den Wipfel nach oben, den Anker muss ich so lassen. Da könnte ich hier vielleicht noch eine Treppe runterbauen, dann muss ich so mal herumreißen. Auch die Möwen kriegen einen anderen Platz, die werde ich vielleicht da oben hin postieren. Mal schauen. Das Los muss ich sowieso optimieren, also ist eh egal. Ja. Oder ich mache mir ganz oben eigens was. Das könnte ich auch machen, wo das alles steht, bis auf den Anker. Das wäre noch schlauer. Mhm. Vor allem wäre schlau, einen Anker hier und da drüben einzuhaben, dann brauche ich nicht so weit laufen. Also wirklich in allen vier Ecken vielleicht mal einen Anker zu haben, dass ich den schneller bedienen kann. Das ist einmal viel später. So, ja. 30 Sachen will ich schon wieder gleichzeitig machen. Getaucht haben wir hier, glaube ich, schon mal. Da war nichts wirklich von Wert, kommt mir vor. Glaube ich. Mein Rezept werde ich noch schnell aufhängen. Wobei, ich könnte eigentlich schon lossegeln, ne? Ich könnte ja schon lossegeln. Wir sind hier ja fertig. Stimmt, eines noch. Ich gehe noch schnell zuerst rauf. Ich muss ja die neuen Koordinaten eingeben. So, mein Büchlein. 7219. Okay, dann schalten wir mal ein. Gut. Nummer wechselt. 7. Da wäre die 2. Hier hätten wir die 1. Und hier hätten wir die 9. So. Grünes Lamperl. Perfekt. Das da schon. In die Richtung. Ja. Könnte sein. Das heißt geradeaus. In die Richtung. Okay. Gut. Das wollte ich jetzt mal so wissen. Gut, gut. Dann würde ich sagen, Segel setzen. Na, Segel. Drehen möchte ich es gern. So in die Richtung, so gerade wie möglich. Ein bisschen schief darf sein, aber nicht zu sehr. So. Genau. Und der Anker ist noch nicht gelichtet, aber jetzt. Adios, Servus. Wir segeln weiter. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Bewegen wir uns in die richtige Richtung. Ja, wir bewegen uns weg. Das habe ich nicht gut gemacht. Wirklich? Warum? Ich glaube, es hilft nichts. Hoppala, jetzt habe ich die Batterie rausgenommen. Ich wollte sagen, es hilft nichts. Ich muss mir, glaube ich, jetzt wirklich... Wow. Ernsthaft. Wow. Gesterben. Oder so. Ich muss mir, glaube ich, ernsthaft den Motor bauen. Um Gottes Willen, wie habe ich das jetzt wieder angestellt? Wow. Den Motor bauen. So. Puh. Also, ich brauche jetzt Kunststoff. Da habe ich jetzt gar nichts drin. Die Baupläne kann ich eigentlich schon wegschmeißen. Also, wurscht. Einmal Kunststoff. Dann brauche ich Kupfer. Zwei Stück. Ah, warte. Das bunkere ich hier wieder. So. Wobei, das kommt, glaube ich, in die drübene Kiste dann rein. Ist besser. Und einen Clipper. So. Die Leiterplatte ist fertig.
Als nächstes war das hier dabei. Ja, Lenkrad und Motor. Seile braucht man, Planken habe ich noch keine, wird aber bald passieren, wenn man endlich wieder Metallbahn habe ich zu wenig. Okay, kann ich nicht weiterbauen. Ist nicht schlimm. Tue ich dabei wieder hier rein. Oder warte, ich nehme das mit in unsere Hauptkiste. Dann nehme ich auch das mit. Das wird hier wieder schön gebunkert. Oh weh, oh weh. Ja. Oh weh, oh weh. Das ist nicht gut. So, das kommt wieder hier rein. Meine Schüsseln habe ich mit. Das Glas kommt hier rein. Ich muss da echt schauen, dass wieder Ordnung. Dass hier bald wieder Ordnung herrscht. Das ist schrecklich. Ja. Gut. Das Rezept kommt dann nach oben. Und hier habe ich noch Schmutz. 6 Stück. Ich kann noch 6 von diesen Dinger bauen. Ah. Ja, da warte ich noch. Nicht alles auf einmal, Zocki. Langsam. Das wollte ich noch hier reinschmeißen. Genau. Was habe ich noch? Wow. Was habe ich hier noch? Nichts mehr. Okay. Da brauche ich noch ein paar Truhen, wie es ausschaut. Hier noch so eine billige hergestellt. Was braucht die? Was braucht die kleine? Kunststoff, Schrott und Seil. Okay, das kriege ich hin. Seil und Schrott. Und warum ich das brauche, zeige ich euch gleich, weil ich möchte noch ein bisschen so Krimskrams reintun, wie hier diese Lampen und so weiter. Das wäre schön. So. Also noch hier hin, wenn sie passt. Das hoffe ich sehr. Ich glaube, so ist sie richtig. Passt. Da kann ich nämlich hier dann die Baupläne reinschmeißen, ne? Auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht brauchen werde und ich sie gleich komplett wegschmeißen könnte. Ja, machen wir es halt so, ne? Mein Werkzeugabteil. Meine Battle brauche ich eh. Da habe ich eh eigentlich brav nachgebastelt. Die Angel wäre noch fällig. Die packe ich noch hier rein. Ja, dann esse ich mal was. Ich brauche eine neue Insel. Mir geht leider das Metall aus. Die Metallbahn. Scheißlich ungut. So. Das Essen. Diese Welsgeschichte. So. Ist auch ein Eintopf. Kann ich das hier so zwischen? Aber den Deluxe-Wels, den können wir volle Hütten kochen. Wir haben die Schwammerl, wir haben Wels und wir haben das Gemüse. Oh, nice. Wie nice ist denn das? Ich muss das unbedingt testen. Wo sind sie denn? Falsch, hier. Wo haben wir denn einen Wels? Habe ich aber einen Wels? Da. Nicht zwei. Ein Wels reicht. Ich muss fischen, tatsächlich. Dann brauche ich das Gemüse. Einmal, zweimal und ein Schwammerl. So. Jetzt muss ich warten, bis das fertig geköchelt hat. Und der Hai gibt wieder Vollgas. Ich hasse dich. Du blödes Viech. So, ich brauche einen Hammer. Ich brauche Planken. Ich brauche alles. Und ich weiß, ich bewege mich in die falsche Richtung. Da bin ich mir recht sicher. Wir könnten versuchen, die Insel da anzusteuern. Das wäre schon bald besser. Und dann versuchen, wenn wir die Teile für den Motor haben und für das, ja, Lenkrad, dass wir dann hier rauf segeln. Ist, glaube ich, schon geschickter. Ich brauche Planken. Ich muss ausschalten. Wir müssen hier scharf darüber. Ich probiere es jetzt mal. So. Wenn ich Glück habe, nämlich hilft uns der Wind auch ein bisschen. So, glaube ich, geht's.
Nice, nice, nice. Das wird alles noch ganz toll. So, ist mein Eintopf jetzt mal fertig? Ich will gern das mit den Wels, ja, mit den Wels probieren. So, komm her, Süppchen. Ich habe eh Hunger. Das genau. So, da muss ich nämlich... Oh, durstig bin ich jetzt auch. Wie passend. Das kann ich gar nicht besser passen. So, also einmal den Wels. Dann das hier. Die Schwammerl schauen toll aus. Hier und die Kartoffel. So, und jetzt da? Platsch. Hihi. So, dann brauchen wir jetzt was zum Saufen. Und zwar Flotti. Ich glaube, ich werde jetzt wirklich gleich mal die Flasche wieder ausrüsten. Das ist echt Kamott. Zack und zack. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Brauchst nicht sterben. Sind wir eh schon gerettet. So. Oh, der Part ist auch zu Ende. Okay. Dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir, dass wir die Insel da drüben erreichen. Dass wir unsere Planken wieder auffüllen. Ich werde auch das Holz hier gleich also die Bäume hier zerhauen, zerschlagen. Eine Axt habe ich ja. Dass wir schnell an Planken kommen, dass ich mein Floß wieder reparieren bzw. ausbauen kann. Bei der Gelegenheit, wenn die hier schon mal kaputt sind, werde ich, glaube ich, auch die Pflanzkisten hier mit den Bäumen nach oben verfrachten. Ich werde sie wahrscheinlich ganz oben hinstellen. Das wäre am besten, weil wenn es regnet, werden sie automatisch bewässert. Das passt, glaube ich, ganz gut. Eine Leiter habe ich hier eh noch, eine provisorische. Das, glaube ich, geht auch. Wer randaliert hier? Und Müll, Gott sei Dank. Und dann, ja, mache ich hier schon mal ein kleines bisschen Verschönerung und Ausbau, wenn wir genügend Planken haben, damit wir hier oben dann unseren Stall und unsere Tiere dann später bringen können. Ich hoffe, das klappt dann so. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!